So, ich bin zurück aus meiner Weihnachtsbubble. Wir haben schön gespielt und wir haben schöne Erlebnisse gehabt. Und ich bin frisch erholt, obwohl ich 3 Tage krank war, aber es ist alles wieder gut. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten neuen Rutsch in 2020. Und in diesem Video werde ich auch ein bisschen über 2020 sprechen. Über Numerologie und auch was hier so in Glastonbury passiert ist. Den Anfang wollte ich machen in der Abbey, weil eigentlich hatte ich vor, mit Maya ein bisschen spazieren zu gehen. In der Sonne oder zumindest ohne Regen, aber wie man an meinen Haaren sehen kann und hier, Moment, upsala, auch an Maya. Da ist Maya. Es regnet. Und deshalb habe ich mich hier in diesem kleinen Pavillon versteckt. Und werde aber bald nach Hause gehen und dann weiter aufnehmen. Also, bis nachher, wenn ich mehr über Glastonbury erzähle, was für Dinge hier passiert sind, schöne Dinge, und über 2020. Und da komme ich heute um die Ecke. Und es tut mir leid, Anfängerfehler. Ich hatte das Video, deshalb ist es jetzt so kurz. Ich hatte das Video erst auf ganz normal und dann weiß ich, also wie man iPhone hält. Und das ist dann nur so ein schmales Video. Man muss es dann umdrehen. Und das habe ich während des Films gemacht. Und dann kriegt man das nicht mehr richtig ins Video rein. Dann hast du es schief. Kannst nicht, ich habe nicht gefunden, das anders zu machen. Deshalb tut mir leid. Jedenfalls sah ich diesen Eisbären und dachte erst, vielleicht Klimaschutz. Bin herumgegangen und da stand dann drauf, dass es gut wäre, vegan zu sein, um den Tieren und dem Klima zu helfen. Das war aber in keiner aggressiven Art und Weise, sondern einfach sehr freundlich und sehr lustig. Dann waren dort Stände gewesen, wo man Informationen sammeln konnte. Und es war eigentlich mehrere Organisationen zusammen, die dort einen Stand hatten und Aufmerksamkeit erregen wollten. Und viele Gruppen, nee, eine Gruppe davon, die auch in Glastonbury aktiv ist. Und das passte wieder genau zu diesem Tag und auch genau zu der 4. Und ja, nächstes Mal, ich übe ja noch, also habt Geduld mit mir. Die Videos werden immer besser werden, das verspreche ich euch. Aber nun geht's gleich weiter mit 2020. So, da bin ich wieder. Und vom Herzchakra der Welt. Und das sage ich, weil es angenommen wird, dass Glastonbury das Herzchakra der Welt ist und somit wir auch Dinge manchmal stärker erleben und schneller erleben als um Glastonbury herum. 2020 ist, wir kommen in eine neue Dekade und immer wenn man in eine neue Dekade kommt, dann fällt das Alte weg. Und manchmal kann das auch ziemlich drastisch sein, denn als ich mein Video beenden wollte, bekam ich die Nachricht, dass die Besitzerin des Geschäftes Arcana Kadabra, dass die verstorben war. Ich habe selber in dem Geschäft gearbeitet, eine Zeit lang, aus Spaß nur, weil ihr Mann das Geschäft eine Zeit lang abgeführt hatte und der hatte was zu tun und so war ich da drin. Und die Dame ist leider vor ein paar Tagen im Schlaf, hatte sie einen Herzinfarkt und ihr Hund, nur ihr Hund war bei ihr. Leider dauerte das eine Weile, bis sie gefunden wurde, aber der Hund ist jetzt wie heißt es? In einer Rettungsstation für Samojeden. Das waren Samojede gewesen. Und der Hündin geht es dementsprechend gut. Ihr Ehemann ist in der Türkei und ja, das ist eine andere Story. Das ist eine schwierige Story im Internet zu erklären und ich will es auch nicht erklären. Jedenfalls war der natürlich sehr geschockt, dass seine Frau gestorben ist und er wird demnächst kommen. Um auf Glastonbury zurückzugehen, da kann man sehen, wie solche Umwälzungen passieren. Manchmal auch sehr plötzlich. So dass jetzt dieses Geschäft nicht mehr geben wird, weil die Besitzerin gestorben ist. Und dass in Glastonbury solche Sachen nicht lange geheim gehalten werden können. Innerhalb von 2 Tagen wusste es die ganze Stadt, dass die Dame verstorben ist. Und von allen Seiten kommt Hilfe. Kommt Hilfe, die bemühen sich in jeder Hinsicht zu helfen, um das Ganze etwas besser zu machen. Und das ist etwas, was es so lebenswert macht in Glastonbury.
der anderen Seite auf der High Street, und das gehört jetzt auch wieder zu dem Thema dazu, ist, dass auch ein anderes Geschäft gegangen ist. The Silver Wheel. Die Dame hat aufgegeben, die ist in Rente gegangen. Und gegenüber von dem Geschäft wird der Laden auch die Besitzer in Rente geben. Somit wird sich die High Street wieder verändern. Es bricht auch eine neue Dekade in Glastonbury an. Und ich hoffe, dass wir schöne Geschäfte bekommen, die nach Glastonbury passen und die das bunte Leben in Glastonbury noch bereichern. Aber jetzt zu 2020. Ich hoffe, dass man das sehen kann, und ich möchte den Videoclip nicht nochmal aufnehmen. Ich habe einmal versucht aufzuschreiben, wie man das ausrechnet. Und von dieser 2020 machen wir einfach nur 2 plus 2 ist gleich 4, die Quersumme. Und damit haben wir die Jahreszahl der 4. Das, die Energie, die für uns alle gilt, das ist der Rahmen für die Struktur für dieses Jahr. Und um die 4 ein bisschen besser zu verstehen, steht sie für 4 sind alle Himmelsrichtungen, für die 4 Jahreszeiten, die 4 Elemente. Es handelt sich also um Struktur. Und diese 4-Energie liebt Struktur. Denn nur mit einer guten Struktur kann man Neues erschaffen. Während mit der 3 sehr viel geplant wird, sehr viel lebhafte Kommunikation ist, vielleicht auch verzettelt wird, und was man Neues erschaffen will, ist mit der 4, ist es gefragt, strukturell zu sein. Ganz besonders auch Stabilität zu erschaffen, Durchhaltungsvermögen haben und eine Routine und dann natürlich der positive Fokus, um etwas zu erschaffen, um auch damit Erfolg zu haben. Und was so interessant an dieser 2020 ist und mit der 4, da sind natürlich auch noch die 0 repräsentiert natürlich auch noch Sachen oder die 2. Das sind so Hintergrundinformationen. Das hat sehr viel zu tun mit Weiblichkeit und mit Mystik und auch mit Caring. Mir fällt das Wort auf Deutsch nicht ein. Mit sich um andere kümmern. Das hört sich richtig platt an, ne? Und aus dem Grund ist es wirklich für mich ist es eine magische Zahl. Und wie gesagt, ich sehe in Glastonbury schon die Veränderungen, die mit der 2020 gehen. Es ist ein Jahr, wo wir auch spirituelle Entdeckungen machen werden und durch das Umsetzen noch mehr positive Veränderungen in unserem Leben erschaffen können. Wichtig ist, bevor es richtig losgeht in 2020, erstmal loszulassen von all den Gedankenvorstellungen, was nicht mehr zu uns passt und was nicht mehr dazugehört, was uns nicht hilft, unser Potenzial zu erreichen. Und wie ich schon am Anfang sagte, manche alte Geschäfte gehen dann auch, weil was Neues kommen soll. Auch wenn man es bedauert, aber es wird was Neues kommen. Es schafft Raum für etwas Neues und für etwas Besseres. Wenn man jetzt, das ist also das Thema, wo wir alle dranhängen, aber dann haben wir auch noch einen eigenen Zyklus. Und dieser eigene Zyklus, der lässt sich ganz leicht errechnen, weil ich werde dann die Nummern für den eigenen Zyklus werde ich gleich vorlesen, was die uns raten, wie wir uns verhalten sollen, in welchem Zyklus wir sind. Und anhand von meinem Geburtstag will ich das mal vorstellen, dass man rechnet den. Also, man zählt einfach den Geburtstag, also in meinem Falle 20 plus 9 zusammen ist 29 plus 4. Von der Jahreszahl. Das heißt, wir haben dann eine 6. Und jetzt, ich hatte mir das vorher schon mal alles ausgeschrieben, jetzt werde ich euch ein bisschen erzählen, was die einzelnen Jahreszahlen bedeuten, also die persönlichen Jahreskreiszahlen. Und unter dem Video werde ich noch eine Webseite verlinken, wo ihr auch noch ein bisschen mehr über Numerologie lesen könnt, als auch eure persönliche Lebenszahl errechnen könnt. Das wäre jetzt zu viel, um das alles in dieses eine Video zu packen. Um ein bisschen Überblick über die Energien für das Jahr zu bekommen, ist es erstmal natürlich die Energie des Jahres zu wissen, und das ist die 4 für 2020. Dann zu sehen, die persönliche Zahl
die ihr nachschauen könnt, und der persönliche Zyklus. Und den persönlichen Zyklus, den lese ich jetzt für euch vor, für jede einzelne persönliche Zykluszahl Nummer. So, die Nummer 1. In diesem Jahr beginnst du einen neuen Zyklus. Es wird den Ton für die nächsten Jahre setzen, bis du wieder zum 9. kommst und den vollendest. Weil es geht ja nach dem nächsten, wenn du dieses Jahr eine 1 hast, hast du das nächste Jahr 2 und so weiter und so fort. Und wenn du bei der 9 angelangt bist, ist ein Zyklus vollendet und du fängst wieder mit der 1 an. Nimm dein Leben in die Hand mit Stärke und Mut. Erfolg und Glück kommt durch Unabhängigkeit, Kreativität, positives Selektieren und dem Folgen deiner Intuition und Instinkten. Das hört sich gut an. Die Nummer 2. Leg dich zurück in diesem Jahr. Sei geduldig und offen für neue Ideen von anderen und bleibe im Hintergrund. Das ist eine Zeit, um Freundschaften und Bekanntschaften zu pflegen. Glück und Erfolg kommt durch Takt, Diplomatie und Kooperation. Versuche nicht übersensibel zu sein und versuche dich nicht zu streiten und viele heiße Argumente zu liefern. Weil dieses Jahr ist es die Zeit, wo du zuschaust, wo du mithörst, mitwirkst und alles versuchst in Ruhe und Frieden zu machen. Die Nummer 3. Dies wird ein Jahr, um nach außen zu gehen. Ein Jahr der Kommunikation mit anderen, vielleicht auch Reisen, neue Freundschaften knüpfen und dich ein bisschen mehr sichtbarer machen, ein bisschen mehr zu repräsentieren. Glück und Erfolg kommt dadurch, kreativ mit Worten umzugehen. Vielleicht fängst du an zu schreiben oder zu singen oder zu schauspielern. Aber bleibe in deiner Mitte dabei und gehe nicht ins Extreme, damit deine Energien fokussiert bleiben. Die Nummer 4, also so wie die generelle Jahreszahl, gibt es auch natürlich auch die Nummer 4 als persönlichen Zyklus, Jahreszyklus. Dies ist ein Jahr, wo du ebenfalls die ersten Schritte in eine gute Zukunft gehst. Jedoch sind Selbstdisziplin, systematisches Arbeiten benötigt, um deinen Ideen Gestalt zu geben und damit manifestieren zu lassen. Das ist also eine doppelte Sache, aber das wird schon ganz gut hinhauen. Die Nummer 5. Es wird bunt. 5er Jahre sind nie langweilig. Lerne im Fluss des Lebens zu bleiben mit veränderten Konditionen. Lerne loszulassen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Negatives kann schnell positiv werden und Positives kann allerdings auch negativ werden. Und dann wieder positiv. Es ist eine Zeit, um Spaß zu haben. Glück kommt durch Anpassungsfähigkeit, dich innerlich zu erweitern. Es ist auch eine gute Zeit, um dich zu promovieren und zu bewerben. Nütze die Gelegenheiten, bevor sie wieder verschwunden sind. Und das Interessante ist, wenn man Städte kann man auch mit der Numerologie deuten. Und Glastonbury ist eine Nummer 5. Und ich sehe auch irgendwo, dass Glastonbury eine Nummer 5 ist, weil es hier auch immer bunt ist und es eigentlich auch sehr schnell alles geht und es wird bestimmt nie langweilig. Also ja, wenn man vielleicht selber noch eine Nummer 5 ist und dann in einer Stadt wohnt und dann noch den persönlichen Zyklus 5 hat, das wird bestimmt ein Jahr wie auf der Achterbahn. Die Nummer 6. Dies ist ein Jahr gut zum Heiraten oder eine Ehe wieder aufblühen zu lassen. Es dreht sich auch um die Wahrnehmung aller Pflichten im häuslichen Sinne, in deinem häuslichen Umfeld. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nur noch für andere da bist und gar nicht an dich denkst, aber es ist doch wichtig, in diesem Jahr ein wenig auf die anderen zu schauen und was kann ich in meinem Haus tun, in meiner Umgebung, wie kann ich anderen helfen? Und wie kann ich meine Umwelt ein bisschen schöner gestalten? Es ist also ein Jahr, wo du strahlen darfst, wo du deine Fähigkeiten strahlen lassen kannst als Helferwesen oder vielleicht auch als Heiler oder Sozialarbeiter. Glück kommt durch selbstloses Handeln, zu Hause und in deiner Umgebung. Die Nummer 7.
Nimm dir Zeit für dein persönliches Wachstum. Studiere, lerne und versuche, dein Selbst zu kultivieren. Glück kommt durch das Studieren des tieferen Sinnes des Lebens. Meditiere. Geld kommt zu dir, aber du brauchst es nicht suchen. Das ist für die Nummer 7. Und jetzt die Nummer 8. Dies ist ein dynamisches Jahr für dich. Das Geschäft wird blühen und wachsen. Jedoch solltest du auch in diesem Jahr umsichtig sein, damit es nicht ein Jahr des Verlustes sein wird, weil das die negative Seite der Acht ist, sondern ein Jahr mit großem Gewinn. Und das möchtest du ja, liebe Nummer 8. Unerwartetes Geld kann plötzlich kommen. Es ist auch ein Jahr, um Schulden erstattet zu bekommen oder Schulden zu tilgen. Du brauchst ein großflächiges Denken, also Großdenken. Das heißt, nicht nur im kleinen Sinne denken, sondern in einem erweiterten Sinne denken, also im geschäftlichen Bereich. Denk so groß, wie du kannst, allerdings auch mit einem guten Urteilsvermögen und mit einem Geschäftsbewusstsein. Und das wird dir sehr viel Erfolg in diesem Jahr bringen. Die Nummer 9. Das ist ein Jahr, wo sich ein Zyklus verabschiedet und ein neuer anfängt. Zeit, um das Alte loszulassen. Aber auch all das Wissen anzuwenden, was du in den vorhergegangenen Zyklen erlernt hast. Altes wird gehen, damit Platz für das Neue kommt. Es ist auch die Zeit für metaphysische Studien, Schreiben und Reisen. Erfolg und Glück kommt durch Mitgefühl, humanitäre Bemühungen und immer wieder auch das Loslassen. Immer das wieder loslassen, was aus deinem Leben gehen will. Du hast alles, was du brauchst. So, ich hoffe, dass euch das jetzt gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt. Und das nächste Video wird auch wieder ein bisschen sein, wie wir vielleicht das Jahr positiv erleben können. Und wenn ihr wollt, schreibt mir, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bye-bye. Also, man zählt einfach den Geburtstag, also in meinem Falle 20, plus 9 zusammen ist 29, plus 4 von der Jahreszahl. Das heißt, wir haben dann eine 6. Und jetzt, ich hatte mir das vorher schon mal alles ausgeschrieben. Jetzt werde ich euch ein bisschen erzählen, was die einzelnen Jahreszahlen bedeuten, also die persönlichen Jahreskreiszahlen. Und unter dem Video werde ich noch eine Webseite verlinken, wo ihr auch noch ein bisschen mehr über Numerologie lesen könnt, als auch eure persönliche Lebenszahl errechnen könnt. Das wäre jetzt zu viel, um das alles in dieses eine Video zu packen. Um ein bisschen Überblick über die Energien für das Jahr zu bekommen, ist es erstmal natürlich die Energie des Jahres zu wissen, und das ist die 4 für 2020. Dann zu sehen, die persönliche Zahl, die ihr nachschauen könnt, und der persönliche Zyklus. Und den persönlichen Zyklus, den lese ich jetzt für euch vor, für jede einzelne persönliche Zykluszahlnummer. So, die Nummer 1. In diesem Jahr beginnst du einen neuen Zyklus. Es wird den Ton für die nächsten Jahre setzen, bis du wieder zum 9. kommst und den vollendest. Weil es geht ja nach dem nächsten, wenn du dieses Jahr eine 1 hast, hast du das nächste Jahr 2 und so weiter und so fort. Und wenn du bei der 9 angelangt bist, ist ein Zyklus vollendet und du fängst wieder mit der 1 an. Nimm dein Leben in die Hand mit Stärke und Mut. Erfolg und Glück kommt durch Unabhängigkeit, Kreativität, positives Selektieren und dem Folgen deiner Intuition und Instinkten. Das hört sich gut an. Die Nummer 2. Leg dich zurück in diesem Jahr. Sei geduldig und offen für neue Ideen von anderen und bleibe im Hintergrund. Das ist eine Zeit, um Freundschaften und Bekanntschaften zu pflegen. Glück und Erfolg kommt durch Takt, Diplomatie und Kooperation. Versuche nicht übersensibel zu sein
und versuche dich nicht zu streiten und viele heiße Argumente zu liefern. Weil dieses Jahr ist es die Zeit, wo du zuschaust, wo du mithörst, mitwirkst und alles versuchst in Ruhe und Frieden zu machen. Die Nummer drei. Dies wird ein Jahr, um nach außen zu gehen. Ein Jahr der Kommunikation mit anderen, vielleicht auch Reisen, neue Freundschaften knüpfen und dich ein bisschen mehr sichtbarer machen, ein bisschen mehr zu repräsentieren. Glück und Erfolg kommt dadurch, kreativ mit Worten umzugehen. Vielleicht fängst du an zu schreiben oder zu singen oder zu schauspielern. Aber bleibe in deiner Mitte dabei und gehe nicht ins Extreme, damit deine Energien fokussiert bleiben. Die Nummer vier, also so wie die generelle Jahreszahl, gibt es auch natürlich auch die Nummer vier als persönlichen Zyklus, Jahreszyklus. Dies ist ein Jahr, wo du ebenfalls die ersten Schritte in eine gute Zukunft gehst. Jedoch sind Selbstdisziplin, systematisches Arbeiten benötigt, um deinen Ideen Gestalt zu geben und damit manifestieren zu lassen. Es ist also eine doppelte Sache, aber das wird schon ganz gut hinhauen. Die Nummer 5. Es wird bunt. 5er Jahre sind nie langweilig. Lerne im Fluss des Lebens zu bleiben mit veränderten Konditionen. Lerne loszulassen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Negatives kann schnell positiv werden und Positives kann allerdings auch negativ werden und dann wieder positiv. Es ist eine Zeit, um Spaß zu haben. Glück kommt durch Anpassungsfähigkeit, dich in und dich innerlich zu erweitern. Es ist auch eine gute Zeit, um dich zu promovieren und zu bewerben. Nütze die Gelegenheiten, bevor sie wieder verschwunden sind. Und das Interessante ist, wenn man Städte kann man auch mit der Numerologie deuten. Und Glastonbury ist eine Nummer 5. Und ich sehe auch irgendwo, dass Glastonbury eine Nummer 5 ist, weil es hier auch immer bunt ist und es eigentlich auch sehr schnell alles geht und es wird bestimmt nie langweilig. Also ja, wenn man vielleicht selber noch eine Nummer 5 ist und dann in so in einer Stadt wohnt und dann noch den persönlichen Zyklus 5 hat, das wird bestimmt ein Jahr wie auf der Achterbahn. Die Nummer 6. Dies ist ein Jahr gut zum Heiraten oder eine Ehe wieder aufblühen zu lassen. Es dreht sich auch um die Wahrnehmung aller Pflichten im häuslichen Sinne, in deinem häuslichen Umfeld. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nur noch für andere da bist und gar nicht an dich denkst, aber es ist doch wichtig, in diesem Jahr ein wenig auf die anderen zu schauen und was kann ich in meinem Haus tun, in meiner Umgebung, wie kann ich anderen helfen und wie kann ich meine Umwelt ein bisschen schöner gestalten. Es ist also ein Jahr, wo du strahlen darfst, wo du deine Fähigkeiten strahlen lassen kannst als Helferwesen oder vielleicht auch als Heiler oder Sozialarbeiter. Glück kommt durch selbstloses Handeln zu Hause und in deiner Umgebung. Die Nummer 7. Nimm dir Zeit für dein persönliches Wachstum. Studiere, lerne und versuche dein Selbst zu kultivieren. Glück kommt durch das Studieren des tieferen Sinnes des Lebens. Meditiere. Geld kommt zu dir, aber du brauchst es nicht suchen. Das ist für die Nummer 7. Ein Herz, die Nummer 8. Dies ist ein dynamisches Jahr für dich. Das Geschäft wird blühen und wachsen. Jedoch solltest du auch in diesem Jahr umsichtig sein, damit es nicht ein Jahr des Verlustes sein wird, weil das die negative Seite der 8 ist, sondern ein Jahr mit großem Gewinn. Und das möchtest du ja, liebe Nummer 8. Unerwartetes Geld kann plötzlich kommen. Es ist auch ein Jahr, um Schulden erstattet zu bekommen oder Schulden zu tilgen. Du brauchst ein großflächiges Denken, also Großdenken. Das heißt, nicht nur im kleinen Sinne denken, sondern in einem erweiterten Sinne denken, also im geschäftlichen Bereich. Denk so groß, wie du kannst, allerdings auch mit einem guten Urteilsvermögen und mit einem Geschäftsbewusstsein. Und das wird dir sehr viel Erfolg in diesem Jahr bringen. Die Nummer 9. Das ist ein Jahr, wo sich ein
Zyklus verabschiedet und ein neuer anfängt. Zeit, um das Alte loszulassen. Aber auch all das Wissen anzuwenden, was du in den vorhergegangenen Zyklen erlernt hast. Altes wird gehen, damit Platz für das Neue kommt. Es ist auch die Zeit für metaphysische Studien, Schreiben und Reisen. Erfolg und Glück kommt durch Mitgefühl, humanitäre Bemühungen und immer wieder auch das Loslassen. Immer das wieder loslassen, was aus deinem Leben gehen will. Du hast alles, was du brauchst. So, ich hoffe, dass euch das jetzt gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt. Und das nächste Video wird auch wieder ein bisschen sein, wie wir vielleicht das Jahr positiv erleben können. Und wenn ihr wollt, schreibt mir, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bye, bye.